Willkommen zurück zu Kirby Nightmare in Dreamland. Ja, vom Nightmare ist noch keine Spur, denn das ist hier alles noch sehr knuddelig und zuckersüß. Naja, vielleicht erleben wir den Albtraum ja noch. Vorerst gibt's noch einen Lolli und jede Menge Gegnergemetzel. Ja gut, machen wir das mal. Ich rede heute ein bisschen über den Anime von Kirby, denn da gibt's noch ein bisschen was zu sagen. Es ist nämlich so, Kirby ist in einer Nacht mit seinem Raumschiff, seinem Stern, im Anime ist das ein Raumschiff, auf Dreamland gelandet und jeder mag Kirby an sich, weil er einen guten Charakter hat und so. Und oh, das ist ein böses Secret. Ja, das ist wirklich ein Secret. Und nur der König der Idee hat ein Problem mit ihm. Was genau das Problem ist, weiß ich zwar nicht. Ich glaube. Nee, ich weiß wirklich nicht, warum er ihn eigentlich nicht leiden kann. Er wird einfach nicht warm mit Kirby. Ich glaube, weil Kirby manchmal halt so viele Sachen kaputt macht oder irgendwas so. So, wieso kann man noch hier hin? Hat das einen Grund? Nö. Okay. Und da wollte ich nur noch sagen, er telefoniert heimlich mit Nightmare und dass die Secret war für Nash. Er telefoniert heimlich mit Nightmare, um sich Monster zu bestellen. Also, Nightmare ist so ein Vermittler, der Monster zusendet. Und damit möchte er dann über Kirby Schaden machen. Das checkt irgendwie niemand so. Und das ist an sich die ganze Story. Also, es ist jetzt nicht so, dass Nightmare irgendwie total etwas vorhat. Obwohl, doch. Er verarscht den König sozusagen und wieder Meta Knight Fight. Und jeder checkt es, nur er selbst nicht. Also, König der Idee ist so das Team Rocket von Kirby Right Back at Ya. Und, er wird halt in jeder Episode so, halt so wie die Team Rocket halt besiegt und total lächerlich ist da. Und dieser Fight ist schon etwas schwieriger, weil die Arena mir nicht so zusteht. Ich muss diese Gabeltypen mal umbringen. Ah, ich bin in die Gabel reingesprungen. Unglaublich. Na egal. Ja, da gibt es sogar nochmal Schwert. Ja, komm her. Und Nightmare nutzt das dann irgendwann gnadenlos aus, um halt so eine richtig fette Luftstation zu bauen, wo Kirby auch bemerkt, also das ist die letzte oder zweitletzte Folge, wo dann auch Meta Knight sagt, dass Kirby der Sternenkrieger ist, dass es aber noch viel zu früh ist und ja, das Ganze nimmt dann ein bisschen Plot an. Dann wird halt gekämpft. Das ist ein ziemlich cooler Anime. Er ist gut animiert. Er benutzt auch diese neumodische 3D-Perspektive, die jetzt Pokémon irgendwie zum Standarddesign gemacht hat. Also, da sieht man in Filmen ja nur noch dieses Computer Graphics, also CG. Und zu viel ist auch nicht so gut. Das ist vielleicht das Einzige, was dieser Anime ein bisschen schlecht macht. Aber sonst ist er ganz gut. Und wieso gab es da unten noch einen Weg? Ist da was? Autsch. Voll in die Leiste. Der arme Kirby. Kirby ist übrigens männlich. Ich höre immer wieder von manchen Leuten, die wirklich glauben, Kirby sei weiblich. Ich weiß nicht, ob es weibliche Kirbys gibt oder überhaupt, weil Kirby ist eigentlich ein Unikum der Sterne. Und ich will da rein. Ich will wissen, was dort ist. Ah. Oh, okay. Ein kurzes Level. Na, wir sehen, wenn wir draußen sind und wie ich mich von jedem Stachel stechen lasse. Unglaublich.
Ja, jedenfalls wollte ich das nur mal sagen. Also der Anime hat ganz am Ende noch eine solide Story, aber ja, es ist halt ein bisschen blöd, weil ja, es ist halt dieses wie nennt man das, das Happy Helper-Syndrom. Also, dass in jeder Folge der gleiche Bösewicht kommt und man halt von Person zu Person rennt und dem halt hilft. So wie Pokémon, man rennt durch die Welt und in jeder Folge braucht irgendwer anders eine Hilfe und man macht das halt dann umsonst oder irgend so ein Shit. Ja, aber ja, ich habe ja schon dreimal gesagt, dass der Anime und das Spiel hier an ein jüngeres Publikum gerichtet ist. Deshalb ist das auch so. Ich meine, die können da jetzt nicht verlangen, dass die Kinder hier das absolut ultimative deuten können. Also, dass man eine richtig komplizierte Story baut, in der keiner mehr was checkt. Beste noch zwei verschiedene Sprachen reinbringen und ja, kennt ja die Leier. Gibt ja genügend Geschichten davon. Man nehme nur Scorsese. Oh mein Gott, ich kapiere es heute noch nicht. Also das ist der Regisseur von The Wolf of Wall Street und noch einigen anderen so richtig merkwürdigen Filmen, die 300 Stunden dauern und dann, ja. Glaubst du hast kapiert und dann kommt wieder was, was deine ganze Vorstellungskraft sprengt und wieder alles zerstört, was du dir im Kopf so aufgebaut hast. Ich hasse an sich dieses Deuten in der Schule besonders. Es ist grausam. Weil ich bin ja der Meinung, dass jeder selbst etwas deuten kann, aber irgendwie kommt das in der Schule immer so rüber, als müsste man die Meinung des Lehrers verfolgen. Obwohl das am Anfang vielleicht so war, aber später habe ich dann doch erkannt, dass, ja, gut, ja gut, es hängt vom Lehrer ab, weil es gibt gute und schlechte für diese Deutungen. Ich weiß jedenfalls, dass ja, ich nur einen guten hatte, der hat zwar Regeln aufgestellt, wie man deutet, aber er hat ja, er hat dir aber freie Wahl gelassen, so ein korrekter Typ halt, ne? Nicht korrekt ist das. Das ist, ja, das war unfair. Aber sieht unser Leben. Ich glaube, am Ende des Let's Plays haben wir hier noch mehr Leben, als ihr euch vorstellen könnt. Und hier ist ein Rätsel. Und ich glaube, wenn man. Ah, warte, ja, genau. Aus irgendeinem Grund ist das One-Up, steigt das immer einen Block hoch. Ich weiß nicht wieso. Und so kommt man da ran. Kleines Rätsel. Sehr häufig falsch gemacht, aber ja. Jetzt nicht die Welt, ne? Da ist wieder eine Polyethylen-Eistee. Brauche ich aber nicht, weil ich volles Leben habe. Und ist das Level korrekt abgeschlossen? Nee, ist es nicht. Ja, da müssen wir nur mal rein. Gab es dann hier noch ein Secret? Da bin ich aber jetzt gespannt. Also ich erinnere mich an dieses Level, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, wo das Secret sein kann. Das habe ich irgendwie vergessen. Oder bin ich hier nicht reingegangen? Doch. Ja, dann hat das was mit der Bombe dort zu tun. Kann das sein? Oder? Nee, warte mal. Es muss ja etwas damit zu tun haben. Nachher kommt doch gar nichts mehr, oder? Da oben, da kommt man noch hin. Der muss irgendwo anders etwas sein. Wieso treffe ich immer auf den Typ mit der Steinfähigkeit?
ist das irgendwie so, ja, die Fähigkeit gegen den Typ. Den Wecker. Fragt mich nicht, wie der heißt. Später wird der Name auch bei seinem Leben eingeblendet. Hier noch nicht. Kommt halt alles noch im zweiten Teil für den GBA. Und ich bin mir sehr sicher, dass es hier etwas gibt. Dieser Geist ist nicht umsonst da. Das ist der zweite dunkle Raum. Da gibt es ein Secret. Zählt mir doch nichts. Komm. Irgendwo hier gibt es eine geheime Tür oder sowas. Ja, seht ihr? Da ist sie. Und da ist auch der Schalter. So, ich glaube, jetzt kann man sogar das Level verlassen. Soweit ich weiß. Ja. Und da haben wir die Warpzone 4. Und wir gehen zum Boss. Oh, es ist Krakow. Ja, das ist ein bekanntes Gesicht. Und der kam auch im Anime drin vor. War aber da lächerlich. Also, den mochte ich nicht so im Anime. Und wir haben ihn... Ah ja, richtig. Der Kampf beginnt erst ganz oben. Ah, schon lange kein Kirby mehr gespielt. Aber das ist immer so. Zuerst muss man so... Ja, sich bis nach ganz oben in die Wolken... fortbewegen und dann erst ist Krakow verwundbar und es ist jetzt soweit. Ja, jetzt geht's los. Sehr schön. Ein cooler Gegner, muss ich sagen. Von der ersten Minute an mochte ich den. Ich bin zwar großer Kirby-Fan, muss aber sagen, dass Kirby nicht mein allererstes Spiel ist und ich bin auch nicht so richtig mit Kirby jetzt aufgewachsen. Ich habe nur als Kind Kirby 64, The Crystal Sharps und Kirby Air Ride halt gespielt. Und das hat halt dieser Kirby-Wahn geprägt. Danach habe ich mir dann auch noch später Nightmare in Dreamland und Co. geholt und von da an war ich geflasht von der Serie. Eine richtig gute Spieleserie, auch wenn sie manchmal etwas zu leicht eingestuft wird und auch, ja, halt von Nintendos Sicht aus für das kleinere, jüngere Publikum gedacht ist. Oh, da ist ein Geheimnis. Wie kommt man da hin? So, Super Kirby hier, Tor Kirby. So, hier durchfliegen und da ist das Geheimnis, wo es überhaupt nichts gibt, aber random ist möglich. Random ist möglich, ja. Kommt her! Ah, ihr lahmen Enten. Ah, nicht runterfallen, Kirby. So, ja, schön, geht beieinander, ist wunderbar. Und jetzt ins Maul rein und wir kriegen den Bumerang. Den hatten wir auch noch nicht. Der ist aber hier auch nicht so cool wie in anderen Spielen. Okay, warte mal. Da gibt's Geister. Wieso gibt's da Geister? Komm mal her, du. Ups. Ich hab den Geist nicht gekriegt. Ich krieg hier eigentlich gar nichts. Ah, Kirby, bring dich jetzt nicht dumm. Pinguin. Das Eis. Ja, gibt an sich keine Unterschiede bei Ice Climbers und diesem Eis. Jedenfalls fällt mir direkt keinen ein. Und dieses Labyrinth ist sehr böse. Und das ist schon das Ende. Bitte sei kein Secret in diesem Level, weil sonst... habe ich ein kleines Problem. Und es gibt ein Secret. Dann hatte das was mit dem Geist zu tun. Bin ich mir ganz sicher. Oder man muss in diese Tür rein. Ich weiß es ja nicht. Oh ne, ich krieg jetzt random. Scheiße. Gibt's hier unten noch was? Ja, gibt's was. Ah, da ist die Tür. Und die schaltet wieder was frei. Oh, und zwar Bombentennis. Werde ich jetzt aber nicht nutzen, wir haben es ja schon gesehen. Und wir können dann sich das Level wieder verlassen. Ist das nicht praktisch?
So. Kekskavernen, so heißt übrigens die fünfte Welt. Lecker Kekse. So, und es gibt natürlich auch Ausnahmen, Schwert und Regenschirm. Die sind unter Wasser noch immer da. Die Fähigkeit verliert Kirby nicht. Ja, muss man selbst entscheiden, ob das positiv oder negativ ist. Ball Kirby! Ball Kirby! Hallo! Yay! Aber Kirby gelbe Haare auf dem Bild von Ball Kirby. Wieso? So, hier hoch. Das ist auch ein cooles Spiel. Kirby Power Paintbrush für den DS. Nicht der zweite Teil dort für die Wii. Juhu, das Spiel fand ich ein bisschen langweilig. Hab mir es deshalb auch nicht zugelegt. Mann, ist schon wieder ein Kirby-Titel, der. Mach ich hier überhaupt? Ist schon wieder ein Kirby-Titel, der einfach kein Potenzial hat. Wieso? Sehr schade. Sehr, sehr schade. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Nee. Nee, okay. Ich rieche irgendwie ein Secret. Kann ich aber nicht sagen, wo und was es ist. Es sieht irgendwie nach Secret aus, aber. Aha. Ja. War sogar ein Secret. Interessant. Und Bonkers können wir natürlich als Ball Kirby richtig gleich besiegen. Ja, der ist auch sofort down. Okay, wenn wir jetzt den Hammer gebraucht hätten, dann haben wir jetzt ein Problem. Ich hoffe, dass wir den jetzt nicht brauchen. Es gibt nämlich in einem anderen Kirby-Spiel eine Stelle, die ist richtig asozial. Wenn man den Hammer, das ist so ein bisschen Open World-mäßig, den Hammer bekommst du nicht in der Welt und auch nicht in der Gegend. Du musst durch die gesamte Welt bis ans andere Ende des Universums laufen, um diesen scheiß Hammer zu kriegen und dann durch diesen ellenweiten Weg voller Gegner durch, ohne diesen scheiß Hammer zu verlieren. Und ja, das kostet Zeit. Und was habe ich da gerade gemacht? Gibt's kein Secret. Übrigens, Kirby rennt, wenn man zweimal zur Seite drückt. Also in die Richtung, in die man laufen will. So, ein Level passt heute noch rein. Und das ist checkt, wunderbar. So, was ist das? Vorherige, das ist die vorherige Welt. Bombentennis. Das Museum. Tornado und Stein, dann nehmen wir uns Tornado. Ja, Tornado. Ich glaube, es gibt immer fünf Türen pro Welt oder sechs Türen, sechs Level pro Welt. Ja, ich glaube, das stimmt so sogar. Jedenfalls gibt es nicht mehr als sieben. Zu sieben ist das Maximum, glaube ich, wenn es überhaupt eine sieben gibt. So, und hier muss man hoch. Könnte man noch springen, aber wir haben diese Fähigkeit. Warte mal, hier war irgendwas. Hier gab es doch irgendwas. Nur was? Nee, doch nicht. Okay. Oh, das Rad. Oh ne, hier gibt es mehrere Räder. Okay. So, Tornado ist auch ein bisschen OP, aber okay. Oh, jetzt hätte ich fast ein random Item gekriegt. Aber gut, dann gibt es halt Feuerwerk. Feuer. Kann man dort oben langlaufen? Ich glaube nicht. Na, nee. Und ich bin schon wieder im Gange abzukratzen. Weil ich wieder so schnell ans Ziel will. Ach, die Musik ist so angenehm und mega, mega, mega cool. Geheimtür. Geheimtür? Ja? Jo.
Und hier gibt es einen One-Up zu holen. Und ist das auch wieder ein geheimer Raum, dieser Planet? Nee, diesmal nicht. Und der hier? Auch nicht, okay. Dann ist das wohl die Lösung. Die sind eigentlich blau und dann merkt man halt in der früheren Wald, hey, der war doch rot. Ist denn da nicht irgendwas? Gibt ja immer irgendwo einen versteckten Tipp auf alles in einem Videospiel. Manchmal evidenter als andere. Aber trotzdem, die Entwickler geben einem immer Tipps. So, Freunde. Wir sind, glaube ich, am Ende dieses Parts. Wir werden dann Level 4 betreten und Level 4 scheint wieder ein Secret zu behalten. Im nächsten Part natürlich. Bis dann.